In diesem Video geht es um den Static Mesh Editor. Öffnen kannst du den Static Mesh Editor mit einem Doppelklick auf einen beliebigen Static Mesh. Ich habe mir jetzt hier einen kleinen Filter gesetzt, den kannst du hier übrigens hier oben setzen, Static Mesh oder was auch immer du möchtest. Und hier habe ich mir jetzt einfach mal alles rausgefiltert, was ein Static Mesh ist in meinem Folder. Wie gesagt, Doppelklick drauf oder in jedem Tab, der genauso aussieht wie hier. Geht also theoretisch auch über die Blueprint. Wenn etwas so aussieht, einfach Doppelklick und dann öffnet sich der Editor. Ja, kommen wir direkt zur Toolbar. Save ist, denke ich, klar. Der Shortcut hierfür ist Steuerung S. Browse bringt dich zu dem Asset im Content Browser direkt. Realtime updatet halt den Viewport in Realtime. Bedeutet, wenn du jetzt hier zum Beispiel Bounce aktivierst, dann siehst du das sofort. Wenn Realtime deaktiviert ist und du zum Beispiel hier sowas aktivierst, dann wird der Update-Befehl erst gegeben, wenn du einmal hier in den Viewport reinklickst. Ist also jetzt kein besonderer Vorteil, denke ich, bei mir. Ist das übrigens immer aus, weil sonst mein Grafikkartenlüfter durch die Decke geht. Reimport Mesh ist da viel cooler. Da kannst du grundsätzlich, wenn du so ein Blender-Mesh zum Beispiel in irgendeinem Ordner abgelegt hast und von diesem Ordner dann importiert hast, hier in die Unreal Engine und irgendwann mal ein Update gemacht hast, eine Änderung hinzugefügt hast, dann kannst du, wenn das immer noch im selben Ordner ist, einfach auf Reimport Base Mesh gehen und der wird einfach mit denselben Import-Settings nochmal importiert. Das spart auf jeden Fall ordentlich Zeit. Import Settings kannst du dir hier anschauen. Grundsätzlich würde es zum Thema Import, also Static Mesh Import und ähnlich, nochmal ein eigenes Video geben. Im Übrigen gilt das auch hier für die LODs. LODs ist auch ein Thema, das werden wir auch separat natürlich behandeln in einem separaten Video. Das haben sich auch schon ein paar von euch gewünscht. Das wird auf jeden Fall kommen. Sockets aktiviert die Ansicht deiner vorhandenen Sockets. Hinzufügen kann man Sockets über den Socket Manager. Einfach Create Socket und fertig. Dann kannst du den hier frei bewegen oder auch genau bestimmen, wo er hin soll. Wenn du den Socket Manager nicht findest gerade, kannst du den unter Window Socket Manager aktivieren. Genau wie bei einem Skeletal Mesh kann man den Socket dafür benutzen, um Objekte mit deinem Static Mesh zu verbinden. Der Socket bildet dabei einen festen Ankerpunkt einfach, der sich Location, Rotation und Scale merkt und benutzen kann man die zum Beispiel für Waffen oder für Zielfernrohre auf den Waffen und so weiter. Wie das ganze System funktioniert, zeige ich dir aber noch in einem separaten Video. Dafür sollten wir uns dann ein bisschen mehr Zeit nehmen. Hier wird der Wireframe-Modus aktiviert. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, dann schau nochmal in die Grundlagen Level 1 Serie rein. Das passende Video dazu suche ich dir oben rechts schnell raus. Wichtig ist nur, dass das hier vorne immer dein Mesh ist. Alles andere ist nur ein Zusatz. Also hier findest du zum Beispiel die Unterlage, auf der dein Static Mesh präsentiert wird. Und das große drumherum ist einfach nur eine Skysphere, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Hier kannst du dir die Vertex Colors von deinem Mesh anzeigen lassen. Ist jetzt nichts Besonderes zu sehen, weil wir da noch nichts bearbeitet haben. Wenn da grundsätzliches Interesse besteht, würde ich das insgesamt nochmal separiert behandeln. Und zwar in einem eigenen Mesh Paint Video. Da kommt dann noch ein bisschen mehr dazu. Also nicht nur das, das wird dann nur ein kleiner Bestandteil sein. Wenn du Interesse hast, schreib es einfach in die Kommentare, dann kann ich da sicher auch noch was machen. Als nächstes kannst du den Grid einfach an- und ausschalten. Mehr ist hier nicht zu sagen. Des Weiteren kannst du hier hinter direkt die Bounds, also die Grenzen von deinem Mesh anzeigen lassen. Ist auch öfters mal sehr hilfreich. Unter Collision kannst du dir die Simple Collision, ist jetzt schwer zu sehen, glaube ich. Ich schalte mal die Bounds wieder aus. So, das Grüne ist jetzt die Simple Collision und die Complex Collision ist quasi immer der Mesh selber. Verschieben kannst du das Ganze hier im Übrigen auch. Ist jetzt nur eine Kurzübersicht, weil Collision wird nochmal ein komplettes eigenes Video. Das wird auch nochmal ein bisschen länger. Kurz erklärt, du kannst hier in einem Mesh auch mehrere kleine Collisions und so viele Collisions einbauen, wie du willst, glaube ich sogar. Ich zeige dir das mal ganz kurz ohne die Complex Collision. Wir haben hier die Simple Collision und ich könnte jetzt quasi die Collision auch einfach verschieben. Und wenn ich Lust habe, kann ich hier unter Add Sphere Collision oder was auch immer hier einfach hinzufügen und habe dann hier zweimal eine Collision, die ich dann entsprechend bearbeiten kann. Das mache ich mal eben wieder rückgängig, damit das alles wieder auf Null ist. Als nächstes gibt es den Pivot Point. Das ist auch ganz einfach. Das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt von deinem Mesh. Also das ist der Punkt, um den sich dann der Mesh dreht oder der als Basis genutzt wird vom Scaling. Wenn du Interesse daran hast, grundsätzliche Informationen über den Pivot Point zu erfahren, vielleicht sogar in einem YouTube Shorts Video nächsten Mittwoch, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Die Normals, die Tangents und die Binormals sprengen so ein bisschen den Scope von der Grundlagenserie. Normals werden wir im
Anfängerbereich, also in der Anfängerserie behandeln, Tangents und Binormals und noch ein bisschen anderen Stuff, der kommt auf jeden Fall auch in den fortgeschritteneren Videos. Wichtig hierfür sind jetzt demnächst noch die Vertices, das sind die Verbindungspunkte von deinen Triangles. Gesondert behandeln werden wir die auf jeden Fall auch im LOD-Video, weil das extrem wichtig ist. Was für einen Zweck die haben und wo die sitzen, wird dir vielleicht auch nochmal klar, wenn wir die Complex Collision anschalten. Hier sind die Triangles und hier hast du die Vertices, die diese Punkte halt verbinden. Hier kannst du dir deine UV-Channel anzeigen lassen. Hier hast du immer einen UV-Channel, wenn du Static Lightning benutzt für deine Lightmaps, für Schatten und so weiter. Das kann man theoretisch, wenn man das möchte, auch im Editor komplett ausschalten, um ein bisschen Platz zu sparen. Wenn dich das interessiert, dann schreib es mir in die Kommentare. Außerdem kannst du diesen Channel auch zuweisen. Also du kannst einem bestimmten Static Mesh sagen, hey, benutzt bitte den und den Lightmap-Channel. Man kann die Größe des Lightmaps, der Lightmap variieren, damit die Schatten ein bisschen schöner aussehen und so weiter. Das behandeln wir aber alles im Lichtvideo, also im Static Light Video dann letztendlich. Da wird es ja dann auch zwei zusätzliche Videos geben, die dann auch in Kürze kommen werden. Außerdem ist das auch nochmal wichtig, weil hier in dem Editor, falls es dich interessiert, ich weiß ja nicht, ob du hier mit Brushes arbeitest für Level Blockout oder sonst was. Man kann so einen Brush auch umwandeln in einen Static Mesh und dann kann es ja schon mal passieren, dass er auf einmal schwarz ist. Und das hat meistens den Grund, dass hier noch nicht die richtige Lightmap zugeschaltet ist, beziehungsweise der richtige Channel. Und dann sind wir auch schon fast durch. Da schalte ich mal wieder aus. Ja, Reset Kamera ist klar. Der bringt dich immer wieder zurück auf einen Standard. Additional Data kommt in den fortgeschrittenen Videos und Bakeout Materials werden wir auf jeden Fall im LOD-Video behandeln. Kommen wir jetzt zum Viewport. Das habe ich alles schon im Viewport-Video erklärt. Wenn dich das interessiert, schau da mal rein. Habe ich dir oben rechts verlinkt. Über die LOD-Settings sprechen wir, wenn wir gleich die Details einmal kurz durchgehen. Und abschließend als Tipp hier bleibt mir noch zu sagen, mach Realtime aus, wenn du ein bisschen schwacheren Rechner hast. Ganz kurz zum Preview-Tab hier. Hier kannst du beeinflussen, wie das Ganze ausschauen soll, also die Umgebung, in der dein Mesh präsentiert wird. Ich für meinen Teil habe da noch nie irgendwas eingestellt, aber wenn du deinen Mesh halt in einem schöneren Licht sehen willst, dann kannst du das hier einstellen und das gleiche gilt für alle anderen Einstellungen hier. Wenn du es brauchst, kannst du auch verschiedene Einstellungen speichern und das somit dann hinzufügen und dann mit diesem Tab hier einmal durchschalten und im Grunde gibt es mir mehr auch nicht zu sagen. Namen vergeben, Einstellungen, Add Profile und fertig und dann kannst du dir deine Meshes halt unter den Lichtbedingungen deiner Wahl nochmal anschauen. Kommen wir jetzt zum Details-Tab hier oben rechts. Da haben wir die Material-Slots. Da findest du automatisch alle Materials, die du importiert hast. Kann ja auch sein, dass du zum Beispiel in Blender 3 oder 4 Materials nutzt für deinen Mesh halt und dann gibt es halt hier entsprechend viele Material Slots und hier kannst du dann auch gleichzeitig die Standards, die Standard Material für diese Slots hinterlegen. Außerdem kannst du ja zusätzliche Slots hinzufügen über das Plus. Dazu kommen wir dann im LOD-Video, denn wenn du möchtest, kannst du nicht nur LODs für deinen Mesh hinterlegen, sondern auch dann weniger gut aufgelöste Materials, also von der Rechenleistung her günstigere Materials hinterlegen und das dann auch peu à peu in einer bestimmten Abstufung hinterlegen, sodass der Spieler das nicht merkt und du trotzdem super Performance hast. Als nächstes kommt der LOD Picker. Hier hast du dann je nachdem, aber das zeige ich dir dann gleich auch noch, verschiedene LODs zur Auswahl. Auto bedeutet einfach nur, dass deine Einstellung, die du gewählt hast, auf eine bestimmte Entfernung dann angewendet wird. Custom bedeutet, und auch das zeige ich dir gleich noch, dass du dann pro LOD hier so einen Tab hast und bestimmte Informationen, damit du das einfacher bearbeiten kannst. Als nächstes kommt auch schon unsere erste LOD-Stufe. Das ist LOD Zero, also genau der Mesh, so wie wir ihn hier jetzt sehen, mit 100% von seinen Triangles, also perfekt so, wie er gebaut wurde. Und mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, in dem anderen Video gehen wir nochmal separat auf jede einzelne Einstellung ein. Wichtig ist jetzt hier, was man mit den LOD-Settings mal eben so machen kann, was auch extrem cool ist und viel Zeit spart. Ihr könnt jetzt hier einfach sagen, ich will 5 LODs haben und fertig, Apply Changes. Und jetzt habe ich 5 LOD-Stufen und kann die separiert einstellen. Und wenn ich auf dem
LOD-Picker sage, ich möchte mir die Custom anzeigen lassen, dann sehe ich hier auch schon, was das System für mich gemacht hat. Und jetzt gerade kann ich mir hier von 0 bis 4 alle LOD-Stufen schon anschauen und das System ist auch schon aktiv. Der Mesh wird halt immer kleiner und kleiner und das Coole ist, man sieht es nicht. Wenn wir jetzt hier aber trotzdem mal nah rangehen und uns LOD 4 angucken, dann sieht man schon mal einen ganz kleinen Unterschied von den verschiedenen LOD-Stufen und so funktioniert das System halt. Je weiter du weg bist, beziehungsweise je weniger Platz dieser Mesh auf deinem Bildschirm einnimmt, desto höher ist halt die LOD-Stufe und desto weniger Triangles sind hier drauf. Und das kannst du halt separiert einstellen. Screen Size 0,5, 0,25 und so weiter. Dann kannst du variieren. Du kannst dir halt zum Beispiel sagen, LOD 4 war ein bisschen zu extrem. Das würde man in deinem Spiel vielleicht sehen. Also gehst du einfach hier rein und kannst dir das entsprechend bearbeiten, wenn du es auf Custom gestellt hast. Wie viele Triangles 100% sichtbar sind jetzt, zum Beispiel für diese LOD-Stufe, kannst du dir hier auch alles anschauen. Und das Gute ist, du kannst das on the fly machen. Auf der linken Seite einfach schauen, so was für dich passt. Du kannst auch in deinem, nehmen wir einfach mal 5, du kannst einfach in deinem Spiel auf die entsprechende Entfernung gehen. Und einfach für dich dann schauen, was man mit dem bloßen Auge überhaupt noch sehen kann und das dann selber genau einstellen. Und ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass es hier einfach nur so ein paar Klicks sind und dann ist das gut. Und dann kann man noch super viel machen mit den Materials und man kann die Materials auch noch in der Textur baken quasi, um noch mehr Platz zu sparen und. Also da die Unreal Engine auf jeden Fall einiges zu bieten an der Stelle. Normalerweise wäre der Workflow so, dass du zum Beispiel in Blender hier jede einzelne LOD-Stufe einzeln für dich machst und importierst und dann der Engine irgendwann sagen müsstest, okay, jetzt nimmst du das, jetzt nimmst du das, jetzt nimmst du das. Das geht natürlich auch. Du kannst das alles komplett customizen, aber ja, das Coole ist halt, dass es auch mit 3 Klicks und super wenig Aufwand, dass du hier so einen hohen Nutzen damit erzielen kannst. Ja, das war die Kurzübersicht von LOD Settings. Jetzt gehen wir in die General Settings rein. Auch hier werden wir super viel noch in anderen Videos besprechen und zwar einzeln. Wichtig hierbei ist jetzt, oder beziehungsweise hervorzuheben, hierbei ist der Lightmap Coordinate Index, der bestimmt, welche Lightmap benutzt wird. Bedeutet, wenn du zum Beispiel, wie eben in dem erwähnten Beispiel mit den Brushes, einen schwarzen Brush hast, beziehungsweise dann einen schwarzen Mesh, dann checkt den Lightmap Coordinate Index. Der ist dann vielleicht falsch. Guck mal, spiel einfach rum auf 0, 1, je nachdem, was dein Lightmap ist und dann wird das wieder funktionieren. Außerdem sehen wir hier auch noch die Bounce Extensions. Das ist das hier unten. Die Bounce werden unter anderem benutzt und das hast du auch mal kurz vielleicht in meinem Grundlagen Level 3 Video gesehen, als wir uns für die Drachen so diese Berge gebaut haben und so weiter. Da waren auch Auto-LODs hinterlegt und ich wollte unbedingt, dass bestimmte LODs auf 0 bleiben, weil es halt geiler aussah. Danach sind die einfach verschwunden, weil die ein bisschen so außer Sichtweite waren und es gab auch ein Problem mit dem Lava-Material. Das ist dann, weil sich so ein bisschen verschoben hat, auf einmal verschwunden. Und hierfür sind auch die Bounce da. Die Bounce bestimmen halt, ob die entsprechenden Meshes überhaupt noch zu sehen sind. Das heißt, die Engine checkt, sind die Bounce in der Sichtweite und wenn die in der Sichtweite sind, dann gibt es diesen Draw Call, wird jetzt ein bisschen technisch, aber dann werden die quasi gezeichnet auf deinem Bildschirm, dann werden die aktiviert, da reingeladen sozusagen und somit kannst du die Bounce noch ein bisschen erweitern, wenn du das möchtest. Du kannst das aber auch in Blueprints machen. Schau einfach mal, wenn du auf deinen Blueprint klickst und oben nach Bounce suchst, nach dem entsprechenden Eintrag und da kannst du einfach die Bounce mal von 1 auf 2 setzen, wenn du gleiche Probleme hast. Ansonsten, wenn das nicht hinhaut, sprich mich auf jeden Fall einfach in den Kommentaren an. Das ist auch eine Einstellung oder beziehungsweise ein Problem, was ziemlich leicht zu fixen ist. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Collisions hier. Da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Hier auch nur eine Kurzübersicht. Grundsätzlich kannst du jetzt hier all deine primitiven Kollisionen auch nochmal sehen. Also wir haben jetzt hier eine, weil wir hier eine Box haben. Das können wir alles ein bisschen verschachtelt hier. Das können wir dann hier bewegen. Und du siehst, es verändert sich hier. Das heißt, an der Stelle könnte ich auch sagen, okay, du sollst auf jeden Fall auf 40 sein und auf, weiß ich nicht, minus 10 oder plus 10, was auch immer. Wenn du zusätzliche Collisions hinzu, also einfache, simple Collisions hier hinzufügst, kann ich nochmal eben machen, dann erscheinen die hier auch. Jetzt haben wir ja noch eine Sphere und so weiter. Und hier kannst du die ganzen Standards halt einstellen. Alles weitere auch. So einen kleinen Überblick oder so einen kleinen Einblick in das Collision-System hast du auch schon bekommen in der Grundlagen Level 3 Playlist. Da haben wir auch sehr viel mit Collisions gemacht, besonders in dem Minigame, was wir da gemacht haben, in Cube Crushers. Auch sehr wichtig, also wenn sich das schon interessiert und du so einen kleinen Sneak Peek haben willst, dann schau da mal rein. Aber wie gesagt, Collision ist so ein großes Thema. Das muss einfach ein eigenes Video geben.
Als nächstes kommen dann die Import-Settings, auch so ein großes Thema, dass es ein eigenes Video verdient. Ich habe mir gedacht, ich mache irgendwas Simples in Blender und zeige dir einmal den kompletten Blender-Export-Vorgang und den kompletten Unreal Engine-Import-Vorgang und erkläre dann, warum ich wo welche Settings genommen habe und erkläre auf jeden Fall auch nochmal, warum MIG-T-Space oder Import-Normals und den ganzen Quatsch einfach mal ganz kurz anreißen, was das alles bedeutet und warum man das nimmt und worauf man dann achten muss, besonders auch beim Scale, wenn du dann mit so Modeling-Programmen arbeitest und an die Engine kommt. Ja, und sowas halt. Die Navigation kommt im Anfängerbereich und hier, was das Thumbnail angeht, macht das Thumbnail oder beziehungsweise stell die Kamera für das Thumbnail auf gar keinen Fall hier ein. Da kannst du dir extrem viel Zeit sparen, wenn du einfach hier in den Content-Browser gehst, auf der rechten Seite unter View Options in den Thumbnail Edit Mode einfach aktivieren, schnappst dir deinen Mesh deiner Wahl und klickst mit der linken Maustaste rein, hältst sie gedrückt, lässt sie irgendwann einfach wieder los, sagst dann Editing und fertig. Als letztes haben wir hier Level of Detail stehen. Das habe ich alles schon im Texturvideo erklärt. Da gehe ich nochmal separiert auf MIP-Levels ein und was Never Stream bedeutet. Wenn dich das interessiert, klick jetzt oben rechts drauf. Da habe ich dir noch zusätzlich das Texturvideo verlinkt. Hier unten haben wir den Socket Manager. Den habe ich ja eben kurz angerissen und Convex Decomposition. Das ist jetzt ein System, was auch unter Collision fällt, der versucht für dich selber jetzt eine eigene Collision zu erstellen. Wenn der Mesh also keine Collision hat, kannst du jetzt hier der Engine sozusagen anhand von Vorgaben überlassen, eine Collision zu bauen. Wenn ich jetzt hier einfach mal 8 und da 16 eingebe und Apply drücke, dann wird er versuchen, so gut es geht anhand meiner Vorgaben, hier eine Collision für dich zu bauen und die sieht dann so aus. Ist natürlich jetzt nicht ganz rund, aber wer weiß, vielleicht brauchst du auch nicht mehr für dein Game und dann kannst du da auf jeden Fall ein bisschen Leistung sparen. Das Ganze ist nach oben hin natürlich nicht gedeckelt, da kannst du einfach so weit gehen, wie du es eben brauchst und dann passt sich deine Collision an. Selbstverständlich kannst du auch, wenn du möchtest, aus Blender, Maya und Co. eine eigene Collision erstellen und dann auch hier importieren. Ja, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist und dass dich das interessiert, freut mich auf jeden Fall sehr. Wenn du dich selber ein bisschen einbringen möchtest, kannst du das gern tun, indem du Hashtag Unreal Engineer in die Kommentare schreibst und einfach deinen nächsten Wunsch, die Idee für das nächste Anfänger-Tutorial reinschreibst oder vielleicht sogar die nächste Anfänger-Tutorial-Serie. Und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun unter PayPal.me oder schmeiß zwischendurch einfach mal eine Playlist von mir an. Das hilft mir auf jeden Fall auch sehr. Und ja, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.